Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Das letzte Mal haben wir Mysterio in seiner Höhle nicht besiegt, aber zumindest sind wir aus seiner komplette Höhle wieder raus. Und jetzt beginnt hier die nächste Aufgabe mit Doc Ock. Dr. Octavius. Oh mein Gott. Spoiler. Mal gucken, was jetzt passiert. Mal gucken, ob die einzig wahre Szene kommt. Beste Szene des Films übrigens. Vielen Dank für Ihr Erscheinen, meine Damen und Herren. Sie werden nun alle den Anbruch eines neuen Zeitalters erleben. Die Kraft der Sonne gehört nun uns. Kleiner Zwischenfall. Kein Grund zur Sorge. Was? Raus hier, du Verrückter! Rosie! Nein! Ich muss mich beeilen, das Eindämmungsfeld bricht zusammen. Das ist so heil. Keine Zeit für Subtilität. Wow! Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Er liegt tot am Boden. Sagte ich gerade. Hä? Was soll ich jetzt machen? Und wie? Achso, wahrscheinlich. Eieiei. Sagte ich, beste Szene des Films? Das kommt erst später, da habe ich gerade verwechselt. Willst mich echt ficken, ne? Das kommt erst später, das kommt dann im Krankenhaus. Aua. Oh, ich bin tot. Fuck. Eieieiei. La 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 la. Ich muss mich beeilen, das Eindämmungsfeld bricht zusammen. Keine Zeit für Subtilität. Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Ey, was ist das, Mann? Wieso werde ich nach da gekickt? Total dumm. So, ich renne schon extra. Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Das ist schon ein Witz, ne? Oh. Die nervigen Jump-Run-Passagen hier. Ja, ich kenne das. Ich muss mich beeilen, das Eindämmungsfeld bricht zusammen. Keine Zeit für Subtilität. Willst du mich? Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Doch, die. Was? Was willst du denn jetzt? So. Ich renne nach da. Okay, danke. Das hat mal was funktioniert. Leck mir am Arsch. Ich hätte ja nicht mehr gerechnet. Diese Plasmastöße sind echt gefährlich. Ich muss aufpassen. Ui. Schon zwei. Die Schwankungen nehmen zu. Ich muss schnell sein. Ja, ich hätte gerade losrennen können. Danke für nichts, Spiel. Ja. Ach, das ist schlecht. Das Feld stößt mehr und mehr Plasma aus. Ich muss schnell machen. Halt doch die Schnauze, Peter, ehrlich. Ich lebe noch. Was soll das denn? Ja, komplett glücksabhängig ist. Okay. Ist halt okay so, ne? Denke ich mir gerade so. Wäre dieser dumme Random Blitz nicht gekommen, hätte ich es geschafft. Ja, dann braucht. Bis dieser Neustarten-Screen kommt, ne? Das dauert 10 Jahre. Oh, und dann diese Ladebalken, ne? Und wieder die Cutscene, die dann kommt, die ich zwar überspringen kann, aber trotzdem nochmal laden musste. Es ist nervig. Das Eindämmungsfeld bricht zusammen. So, ich glaube, es ist echt klug. Keine Zeit für Subtilität.
Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Leck mich, ehrlich. Das ist komplett dumm. Da kann ich nichts für. Einfach nichts. Sagen, umso mehr ich kloppe, desto sind echt schneller wird das. Aufpassen. Was assi ist. Boah, das war cool. Schon zwei. Die Schwankungen nehmen zu. Ich muss schnell sein. Ja. Ich hab's halt, ich achte halt nicht auf seinen blöden Kopf da. Mir ist davon egal. Ich hasse, es ist so random, ne? Oh, du bist da durch. Mehr und mehr Plasma aus. Ich muss schnell machen. Halt doch die Schnauze, Mann. Wie wär's damit? So, komm doch mal zurück. Jetzt. Meine Güte. Geschafft. Nur noch ein Terminal. Muss ich irgendwie nochmal zurückkommen in meinem Leben. Okay, ich hab's aber immerhin irgendwie. Hallo! Hallo! Ja! Genau, Spiel! Sei so wie du bist. Boah, dieses Spiel geht mir so auf den Keks manchmal, ne? Ja, komm, leck mich jetzt. Es ist nicht schön. Es macht keinen Spaß. Ja! Boah, ich denke mir halt immer, keine Ahnung, da blinkt was auf, keine Ahnung, leck mich. Ich brauche es nicht, so nach dem Motto, weißt du? Ja, nee, komm, leck mir am Arsch, Spiel. Es geht mir so auf den Sack. Warum ist... Ungelogen. Gab es bisher eigentlich eine spaßige Mission in dem Spiel? Ich glaube nicht. Bisher waren alle nervig. Mit tausendfacher Wiederholung und Trial and Error und sonstigen Blödsinn, ey. Zusammen. Keine Zeit für Subtilität. Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Halt doch mal dein Maul. Warum lerne ich eigentlich nicht dazu? Warum lerne ich nicht dazu in diesem Spiel? Überhaupt, ich lerne nie dazu in Spielen. Ich mache immer wieder dieselben Fehler. Immer und immer wieder. Kriegt er nicht in meinen kleinen Kopf. Plasmastöße sind echt gefährlich, ich muss aufpassen. Blöde. Ja, fick dich, Wand. Fick dich doch! Wenn man einfach die Physik-Engine seines Spiels nicht unter Kontrolle kriegt, ne? What the heck? Denke ich mir da gerade nur. Schon zwei. Die Schwankungen nehmen zu. Ich muss schnell sein. Ich hab Kreis gedrückt. Wenn das Spiel das nicht interessiert, dann tut's mir halt leid. What the hell? Das Feld stößt mehr und mehr Plasma aus. Ich muss schnell machen. So, in der Theorie klappt es doch. Aber das Spiel hasst mich einfach. Und lässt mich nicht. Penner, ehrlich. Ihr habt sogar gesehen, wie ich ausgewichen bin. Ist das scheiße? Boah, nee. Ich muss mich beeilen, das Eindämmungsfeld bricht zusammen. Keine Zeit für Subtilität. Keine! Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Auf einmal. Leck mich. Gehst du auch mal wieder weg? Danke. Was hast du sonst nicht so lange gebraucht? What the hell? Ich kann doch beim Laufen nicht Kreis drücken, es funktioniert halt nicht. Einfach bad luck, ey. Leck mich, ich hasse es. Diese Plasmastöße sind echt gefährlich, ich muss aufpassen. Da, bim, bim und losrennen. Ich habe Kreis gedrückt, es geht halt nicht. What the fuck? Hast geschafft. Ich kann beim Laufen nicht ausweichen. Oh, ist das schlecht. So, hier habe ich das Timing halt immer noch nicht verstanden. So. Das Feld stößt mehr und mehr Plasma aus. So, jetzt einfach mal. Ja, ist da. Alter! Toll, was soll ich denn da machen, Mann? Ich kann nichts machen! Ich kann halt nichts machen, Mann! Ja. Oh, ist das Cancer schon wieder. Mach irgendwas in deinem Leben, Peter fucking Parker, ey. Oh, ist das ein schlechtes eine Mission. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich muss mich beeilen, das eine Drecksmission reiht sich hier an die nächste. Keine Zeit für Subtilität. Ich muss die Stromterminals einschlagen, bis der Reaktor sich abschaltet. Ich hab dann immer noch das... Ich kann nicht. Es bringt nichts. Wenn ich mich nur einen Millimeter dabei bewege, nach oder bevor ich diesen Knopf drücke, oder während ich den Knopf drücke, dann werde ich getroffen.
Dann werde ich einfach getroffen. Sind echt gefährlich. Ich muss aufpassen. Ich kann da nichts gegen tun. Blöd. Wird irgendwie noch getroffen, glaube ich. Die Schwankungen nehmen zu. Ich muss schnell sein. Ja. Schon wieder nicht. Geht nicht. Sorry, Leute. Fast geschafft. Nur noch ein Terminal. So. Das Feld stößt mehr und mehr Plasma aus. Ich muss schnell machen. Ich kann nicht! Es bringt nichts! Ich komme da nicht mehr vorbei. Es ist unmöglich. What the fuck? Ihr seht doch sogar, wie ich ausweiche, Mann. Ich will mir das nochmal genauer angucken. Okay, ich glaube, es ist klüger nach dem... Warte mal. Jetzt. Oh, was ein Cancer. Geschafft. Aber was für eine Sauerei. Dr. Octavius. Klingt wie ein Krankenwagen. Ich muss hier weg. Irgendwie glaube ich, dass man mir das in die Schuhe schiebt. Die Stadt ist zwar nicht in die Luft geflogen, aber die arme Rosie. Die arme Rosie. Die Krankenhausszene wird dann die beste Szene des Films. Ich hatte die kurz verwechselt. Aber keine Ahnung, ob man die überhaupt nur sieht. Wie haben wir jetzt von dem Kapitel Fortschritt Gedönskram? Okay, es fehlt auch gar nicht mehr so viel. Kannst du dir echt nicht geben? Kannst es dir nicht geben? Hallo Tippzeichen, wie geht's dir? Von Gegnern singelt nicht sicher, was du tun sollst. Kannst einfach selbst Rettungstasten ein. Drück einfach in die Richtung des Gegners, den du erledigen willst. Linker Joystick und bumm. Du kannst Typen auf jeder Seite treffen und jeden davon abhalten, erfolgreich anzugreifen. Versuch selbst. Nein. Was ist los? Darian. Hi, ich heiße Spider-Man und bin heute Ihr Superheld. Da drüben ist irgendeine Schießerei im Gange. Waffen fallen lassen. Fritzlei. Okay, in Deckung. Es wird niemand verletzt. Na, ja, schauen wir mal. Ah, ich bin ja gleich tot, ne? Na, natürlich doof. Hab da was vergessen zu beachten. Ich kann natürlich die ganze Zeit ausweichen, aber dann kann ich auch nicht angreifen. Wenn ich das schaffe, dann das wäre schön. Jawohl! Das sieht gut aus. Hoffentlich springt deine Versicherung ein. Ui! Noch ein Pixel leben, Mann. Oh. Ich hab's tatsächlich auch geschafft. Oh, mit Lebensupdate. Coole Sache. Danke, Spidey. Stinknormaler Alltag. Stinknormaler Alltag. Heiß die Fresse. So. Zeit. Ach, wir haben erst 13 Minuten. Das passt ja. Yeah. Ist das der Daily Bugle? Ah, hey, das ist der Pizza. Penner. Pizza Penner. Ja, ich glaube, es lohnt sich nicht, weil wir fast die Punktzahl voll haben. Deswegen werde ich jetzt irgendwas anderes tun. Zum Beispiel das hier sammeln. Ich soll dir also was über das Haften an Wänden erzählen. Ah, ich hab's. Du kannst an Wänden haften. Du bist Spider-Man. Juhu. Genau so und nicht anders. Renn ist kacke. Ah, guck mal, noch ein Hinweis, jetzt haben wir die Punkte voll, richtig? Überall in der Stadt gibt es Spidey-Läden. Du solltest dort immer mal wieder vorbei. Trink mal einen Schluck. Besonders, wenn du einen neuen Laden entdeckst. Es gibt dort irres Zeug und uns. Was sollen diese ganzen Heldenpunkte, die du verdienst, wenn du sie nicht wieder ausgeben kannst? Ich habe nur die Angst, dass ich mir irgendwann für die Quests nicht mehr kaufen kann. Unglaublich, ich komme wieder zu spät zu Dr. Connors Kurs. Okay. Das Kapitel ist noch nicht vorbei. Dann erstmal Connors Kurs. Connor wird zum Lizard in Spider-Man 3. Weiß nicht mehr, wie der hieß. Hieß der einfach Lizard? Nee. Oh, nee, warte mal. Wie hieß der nochmal in Spider-Man 3 dann? Also quasi der, ne, Bösewicht-Name. Connors ohne Arm.
Das ist ganz witzig, weil der, glaube ich, in den Comics und so hat er halt auch nur einen Arm und er versucht sich halt dann irgendwie seinen Arm zu reproduzieren. Er ist ja Wissenschaftler und so und dabei wird er dann zu diesem Lizard-Viech. Das Witzige ist in den Filmen. Oh, na super. Mysterious Order? Oh nein. In den Filmen hat er gar nicht diese fehlenden den fehlenden Arm. Im Film kommt er halt auch eigentlich vor, also der Lizard zumindest nicht. Connors schon, aber. Sucht euch doch was Krisensicheres. Warte, muss ich mich das wieder so komisch hocharbeiten jetzt? Wow, was war das, Mann? Ich glaube, ich habe mir immer nur an der Wand geduckt, kann das sein? Ey, ich sehe nichts. Ja, irgendwie. Ich mach grad meinen Job, Kollege. Wo ist er? Das ist die Frage. Zum Glück bin ich heute gedeckt. Du meine Güte, in dieser Stadt ist aber immer was los. Hilf mir. Otto, alles in Ordnung? Ich habe in den Nachrichten gehört, dass du... Ich hab sie getötet. In Ordnung, Otto. Ganz ruhig. Wir rufen die Polizei und... Polizei? Nein, keine Polizei! Diese Tentakel. Otto, wir holen Hilfe für dich. Dir geht es nicht gut. Weg von mir, du Verräter. Was? Ja, er will, dass ich mich der Polizei stelle. Ist das der Lohn für unsere Freundschaft? Hm? Natürlich. Dieser mörderische Arachnoide Spider-Man. Er hat Rosie getötet. Mein Lebenswerk vernichtet. Aber ich werde alles wieder aufbauen und ihn töten. Das hätte nicht passieren dürfen. Du hast recht. Ich bin ein Krimineller und werde mich auch so verhalten. Ich brauche Geld. Für den Neuaufbau. Für Rosie. Okay. Charakterentwicklung gleich instant 180 Grad Drehung. Ich meine, im Film passiert so langsam, dass er irgendwie ein bisschen wahnsinnig wird, weil seine Frau ja gestorben ist. Und hier einfach so, jo, ich bin jetzt ein Verbrecher. Er hat sogar zugegeben. Dr. Connors, tut mir leid. Dr. Connors! Otto! Nein! Otto? Was zur Hölle will er damit sagen? Er könnte Otto sein. Dr. Connors hat es ziemlich übel erwischt, aber er wird durchkommen. Ich muss herausfinden, was mit ihm passiert ist. Aber wo soll ich da anfangen? Ich sollte beim Daily Bugle vorbeischauen. Vielleicht finde ich da eine Spur. Oder ich kann ein paar Kröten verdienen, um die Stromrechnung zu bezahlen. Aha. Ja, nicht vorbei, das Kapitel, Mann. Hey, reg mich auch nur auf, ne? Ne, Kapitel nicht vorbei. Ach ja, ach ja, ach ja. Da kommt vielleicht die Bankszene noch. Ich meine, die haben ja jetzt schon die, wo ich sagte, die beste Szene des Films, die ist jetzt eigentlich schon gewesen. Also die fehlt auch. Eigentlich, ich muss gerade überlegen, wie war denn das nochmal im Film? Weil, ich spoilere jetzt vielleicht ein bisschen, das was halt den zweiten Teil so besonders macht, oder, Spider-Man hört halt irgendwann auf. Weil er halt merkt so, ey, ich werde meinen ganzen Freunden und so nicht mehr gerecht und ich kann mich nicht um jeden kümmern. Ich habe keine Lust mehr, so ungefähr, und der hängt dann quasi seine Karriere an den Nagel. Ist dann zwar für seine Freunde mehr da, aber er merkt ziemlich schnell, er hat schlechtes Gewissen und fängt dann halt wieder an. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann das im Film passiert. Oder wie er tatsächlich genau wieder, ne? Weitermacht. Weil ich kann mir vorstellen, dass er hier an der Stelle eigentlich aufhört und dann quasi durch Doc Ock wieder, ne, merkt, oh, ich muss doch wieder den Helden spielen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, wie das und wann das im Film vor allen Dingen war.
Ui. Ich kann mir vorstellen, dass sie das hier auch, wow, geschnitten haben. Dass der die Szene komplett fehlt. Ich weiß nicht so. Boah, ey, da. Schwingst du mal bitte dahin, wo ich hin will, Mann? Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, und die beste Szene des Films, das ist die Szene, wo dann quasi er im Krankenhaus eigentlich operiert wird, der Doc Ock. Er ist ja eigentlich dann ohnmächtig geworden. Und die versuchen ihm halt diese Arme da zu entfernen, die Ärzte und Schwestern und so. Und kurz darauf wird er quasi, naja, wird nicht wach, aber irgendwie seine Arme werden wach und quasi töten einfach alle Ärzte und Schwestern und so, die sich da in dem Raum befinden. Und das Besondere an der Szene ist, dass quasi dort so ein bisschen Sam Raimi quasi seinen Horror-Ursprung, den er ja hatte, weil er hat ja früher eigentlich nur Horrorfilme gemacht, nämlich wie gesagt, die Tanz der Teufel-Reihe habe ich schon erwähnt. Und ich weiß gar nicht, was noch. Within the Woods, aber das wurde, der erschien ja eigentlich nie. Nee, also zumindest hat er da quasi so eine ganzen Kameraeinstellung, die er quasi früher so mehr oder weniger in seinen Horrorfilmen benutzt hat und auch durchaus dadurch erst etabliert wurden, zum Beispiel, wie, ich weiß nicht, wie der heißt, dass sie zum Beispiel so eine Kamera auf ein Brett geschraubt haben und das dann so ganz nah am Boden langfahren lassen haben und so durch den Wald damals in Tanz der Teufel. Und zum Beispiel so eine Kameraeinstellung haben sie da eingebaut, dann so ganz nah Close-Ups und so und Zooms und alles mögliche. Also so die ganzen typischen Kameraeinstellungen, die früher eigentlich bei seinen Horrorfilmen waren, haben sie da quasi mit verbaut. Und das ist halt so ein kleines Fanfest, kann man sagen. Und das ist ja wirklich auch durchaus eine Horrorszene, weil da einfach die ganzen Ärzte und so halt abgeschlachtet werden. Ja, die Folge ist aber vorbei, wollte ich sagen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen. Hey, Empire State Building. Und ja, das nächste Mal schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin. Tschüss.